Hey Leute, vor dem Video wollte ich nochmal ganz kurz sagen, dass der Reupload von meinem alten Kanal ist. Ich lasse das ganze Video nochmal eben hoch, weil ich denke, ich habe hier mehr Abos und da sehen es halt mehr Leute. Deswegen, also das Video wurde circa im Januar 2015 gedreht. Ist ein Reupload von meinem zweiten Kanal, der jetzt inaktiv ist und ja. Also für die neuen Zuschauer, ignoriert das einfach, was ich jetzt gesagt habe und dann viel Spaß bei dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Breeze HD ist am Start und ja, heute möchte ich mal ein Tutorial machen, wie ihr ja Templates von Intros editieren könnt. Ja, ihr habt jetzt zum Beispiel mein Intro gesehen, mein Intro könnt ihr zum Beispiel bekommen oder das, was ich für X the Blaze hieß der, glaube ich, ja gemacht habe. Das habe ich auch noch mal gerade, habe ich ja auch noch mal hochgeladen, könnt ihr noch mal angucken. Solche zum Beispiel will ich euch zeigen, wie ihr die editieren könnt mit eurem Namen. Ihr braucht dafür erstmal zwei Programme. Ich zeige euch auch noch mal gleich Beispiel-Templates. Also ihr braucht erstmal zwei Programme. Zum einen Blender. Dazu packe ich den Link in der Beschreibung. Das müsst ihr ganz einfach downloaden. Hier findet ihr unter Installer müsst ihr 64-Bit oder 32-Bit auswählen und dann euer Land. Ja, einfach auswählen, installieren und so weiter. Dann braucht ihr WinRAR. Ich sucht einfach nach Google danach. Ich packe euch trotzdem den Link in die Beschreibung, weil ihr solltet das lieber von SHIP downloaden, weil das ist halt sicherer. Ja, also ich packe euch die 64-Bit und die 32-Bit, kommt drauf an, was ihr habt. Ja, in die Beschreibung nochmal. Also beide Links packe ich euch in die Beschreibung. Das braucht ihr dann. Das Ding haben aber, denke ich mal, die meisten WinRAR. Ja, auf jeden Fall, das braucht ihr und Blender braucht ihr. Mehr braucht ihr eigentlich nicht. Jetzt müsst ihr nur ein Intro finden, ein Template finden, das ihr mögt. Das könnt ihr ganz einfach, indem ihr schreibt Intro Template Blender with Download Link. Das müsst ihr auf YouTube schreiben. Ja, aber das Wichtige ist, ihr müsst da Blender haben. Also das Template muss mit Blender sozusagen kompatibel sein. Also es darf nur mit Blender sein. Das steht dann auch meistens im Titel. Ihr seht die Top 10 Blender Intro Templates. Also das steht dann meistens im Titel. Ja. Also dann sucht euch halt eins aus. Guck mal, was ich jetzt so nehme. Ich habe mir das schon mal angeguckt. Zum Beispiel das. Ja, ich nehme jetzt einfach mal 7. Ich konnte mich jetzt nicht entscheiden. Dann, also wenn ihr dann halt euer Template rausgefunden habt, ihr müsst unbedingt, da muss übrigens im Video ein Download-Link dabei sein, sonst wisst ihr ja nicht, wo ihr das Intro downloaden könnt. Da müsst ihr auf jeden Fall das Template, also das Intro downloaden. Das hier ist jetzt Intro 7, deswegen downloade ich Intro 7. Ich packe übrigens den Link zu diesem Video nochmal in die Beschreibung, damit ihr jetzt nicht denkt, der hat ein Video benutzt oder Videoausschnitte gezeigt, aber hat ihn nicht verlinkt oder so, deswegen das packe ich nochmal in die Beschreibung. Da könnt ihr dann vielleicht auch von diesem Video ein Intro, was ihr mögt, zum Beispiel downloaden. Zum Beispiel ist hier auch meins. Meins ist hier zum Beispiel auch aufgelistet und ja. Ja, dann downloadet ihr das ganze Intro. Das downloadet jetzt und ich würde sagen, machen wir einen kurzen Cut, bis das Ganze gedownload ist. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ich habe mich jetzt nachträglich doch für das andere Intro entschieden. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Ich habe mir das zum Glück in der Watch Later List getan, das Video. Ich zeige euch nochmal das Intro, für das ich mich jetzt doch entschieden habe, lieber weil das kleiner war von der Datei her. Also für das habe ich mich hinterher entschieden. Auf jeden Fall habe ich das dann gedownloadet. Ist genau der gleiche Link, also auch von Mediafire gewesen. Einfach hier auf den Link klicken. Ist ja egal. Ihr könnt entweder das Intro, was ich jetzt ausgewählt habe, oder ein anderes nehmen. Oder ein komplett anderes von anderem Video. Ist ja eigentlich egal. Hauptsache, ihr habt am Ende hier so eine WinRAR-Datei. Ja. Also der öffnet die Datei eigentlich automatisch mit WinRAR. Also es ist eine ZIP-Datei.
Ja, also so eine Winrar-Zip, so ein Winrar-Datei, sagen wir es mal so. Und ja, da müsst ihr, wenn ihr hier das gedownloadete Intro habt, da müsst ihr jetzt so ein Buch als Symbol sein, also halt als Winrar-Datei. Ja, dann öffnet ihr das. Da müsst ihr sich hier Winrar öffnen. Und dann findet ihr hier so ein Ordner. Entweder der hat so komische Buchstaben- und Tastenkombinationen, also IVB irgendwas oder so. Oder der heißt jetzt hier, wie in diesem Beispiel, einfach nur Template. Ist egal, ihr zieht ihn auf jeden Fall einfach auf euren Desktop. Mit dieser Winrar-Datei könnt ihr jetzt gar nichts mehr anfangen. Könnt ihr jetzt auch einfach löschen. Ja, ich lösche mal. So, und ja, jetzt brauchen wir im Prinzip nur diesen Ordner. Dann klicken wir auf den Ordner Doppelklick und finden hier eine Blender-Datei. Also Blender ist hier. Wo ist es denn nochmal? Das ist mein YouTube-Ordner. Wo ist mein YouTube-Ordner? Hier. Blender hat halt so ein Symbol, ne? So ein orangenes mit so einem schwarzen Kreis und so drin. Und ja, hier findet ihr dann das Blender-Symbol vor dieser Datei. Und diese Datei, diese Blender-File nennt sich das, glaube ich, öffnet ihr einfach mal. Dann öffnet sich automatisch Blender. Und hier finden wir dann Name. Ja. Also das ist im Prinzip das Intro in Blender geöffnet. Und mit Blender können wir das Ganze dann bearbeiten. Also ihr klickt hier auf diesen Name. Rechtsklick, dann müsst ihr so ein oranger Rahmen drum sein. Dann auf Edit Mode hier unten, also hier, normalerweise wäre es so, und jetzt hier unten, ganz, ganz unten, müsst ihr auf Edit Mode klicken. Dann könnt ihr hier schreiben, und ja, dann können wir das Ganze hier wegmachen und schreiben hier einfach mal beispielsweise Freeze AD. Es ist etwas zu klein, etwas zu groß der Name. Ja, ich lasse es jetzt einfach erstmal bei Freeze. Ist ja egal. Ja, da müssen wir nochmal dieses Weiße bearbeiten. Ich weiß selbst nicht, was das war. Egal. Klicken wir dann halt noch auf dieses zweite Weiße. Und dann nochmal auf Edit Mode. Geben dann nochmal Freeze ein. So. Jetzt haben wir beide Texte bearbeitet. Gehen dann auf Object Mode. Also ihr müsst im Prinzip einfach nur den Text ändern, indem ihr hier auf das gewünschte halt Rechtsklick macht und dann auf Edit Mode und das Ganze dann bearbeitet. Da habt ihr schon mal den Text geändert, dann könnt ihr schon mal eigentlich angucken. Also ihr könnt es schon mal angucken. Das wird jetzt aber natürlich so aussehen, wie es im Intro aussieht. Aber das Ganze muss erstmal rendern und alles und deswegen zeige ich euch jetzt noch, was ihr noch machen müsst. Also so könnt ihr schon mal ansehen, aber das ist halt noch nicht fertig. Ja, ist halt nur so grob schon mal, damit man es schon mal angucken kann. Dann müsst ihr hier oben, hier steht Default, dann müsst ihr hier neben auf diesen Button Show Screen Layout, müsst ihr auf Video Editing klicken. Und dann, lol, hier ist nichts. Fail. Normalerweise wäre hier auf jeden Fall noch was, aber anscheinend gibt es das in diesem Intro nicht. Auf jeden Fall, in manchen Intros ist hier dann so eine Spur, wo Overlay steht, so eine blaue Spur, wo Overlay steht. Da müsst ihr dort Rechtsklick drauf machen und die dann halt im Overlay-Ordner des, also im Intro-Ordner ist dann nochmal so ein Overlay-Ordner drin und dort müsst ihr es dann drin speichern. Ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt, aber ja, ist auch nicht so wichtig. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall, falls das so eine Overlay-Spur ist, Rechtsklick drauf drücken und dann könnt ihr hier auswählen, wo ihr es dann speichern wollt und dann müsst ihr halt auf den Intro-Ordner gehen. Also das wäre jetzt hier dieser hier. Und hier wäre dann noch so ein Overlay-Ordner drin. Ich zeige euch das mal. Der sieht dann so aus. Overlay. Oder so ähnlich. Und dort ist dann halt noch eine Datei drin. Und in dieser Datei speichert ihr dann die Spur. Ja, aber nur wenn hier wirklich so eine Overlay-Spur drin ist. Die müsste blau sein oder so. Wenn hier nichts drin ist, dann lasst ihr es einfach. Ja, dann gehen wir nochmal auf Default wieder. Jetzt müsst ihr noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten treffen. Ich muss mich gerade ganz kurz erinnern. Ja, hier unter. Also hier müssen wir erstmal unter diese Kamera gehen, falls es noch nicht eingestellt ist. Klicken wir hier auf diese blaue Kamera, wo gerade meine Maus ist. Und dann sind wir hier unter Resultation, können wir die Grafik auswählen. Also ich habe jetzt 1920x1080p. Das ist halt also eine der besten Grafiken, ist klar. Full HD. Ich würde es auch so lassen, das ist schon voreingestellt, also ich würde nichts dran verändern. Dann hier die FPS, ich wähle einmal 30 FPS aus, das finde ich ist recht gut. So, also ich finde das
eigentlich das, also 30 FPS sind ausreichend und sind, also ich würde es nicht auf 24 oder so machen, ich würde es eher auf 30 machen, keine Ahnung. Ich mach's halt auf 30, könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Also ich würde euch raten, auf 30 zu machen, aber ist ja eure Sache. Dann müsst ihr unter Output auswählen, wo ihr das Intro speichern wollt. Ich gehe mal auf den Ordner und ich will das jetzt mal sagen, wo wir auf den Desktop haben. Da klicke ich auf Desktop und ja, hier ist es ja, wenn ich jetzt keinen Ordner auswählen will, kann ich das jetzt hier einfach speichern, indem ich auf Accept drückt. Und ja, jetzt würde der das theoretisch im, würde er es theoretisch auf dem Desktop speichern. Das wollen wir ja. Okay, dann müssen wir nur noch eine kleine Sache machen. Wenn sie nicht schon vorausgewählt ist, müssen wir hier unter diesem Ding, müssen wir hier nochmal AVIJPEG auswählen, sonst speichert er das in Bildern. Und wir wollen es ja nicht in Bildern haben, sondern wir wollen es ja als Videoformat haben. Deswegen hier AVIJPEG. Ja, also das dazu. Und ja, wenn ihr dann fertig seid, könnt ihr das Intro angucken. Aber es muss halt noch rendern. Wenn es noch nicht gerendert ist, sieht das so aus. Und wie ihr hört, es gibt noch keine Musik. Ich sag euch gleich, wie ihr das Ganze mit Musik machen könnt. Also wie ihr die Musik einfügen könnt, die beim Intro dabei ist. Aber ja, auf jeden Fall, wenn ihr es jetzt so habt und ihr damit zufrieden seid, dann müsst ihr jetzt nur noch auf unter Render hier, entweder da dort unter Render oder hier unter Render, müsst ihr auf Render Animation klicken. Hier seht ihr Animation. Dann rendert er das Ganze schon. Das dauert jetzt halt ein bisschen, das muss ungefähr so aussehen. Und ja, also es fängt bei 0 an. Ich weiß nicht genau bei 0, das ist jetzt einfach nur eine Zahl. Und endet bei 220. Hier sehen wir dann, wie weit es ist, an dem grünen Balken. Und ja, es muss jetzt hier ganz weit bis hierhin zu 220 dieser grüne Balken wandern. Ja, das kann etwas dauern, aber es lohnt sich echt. Also ich würde dann warten. Es kann zwischen 20 Minuten bis zu 4 Stunden dauern. Also es ist echt unterschiedlich, aber ich würde es wirklich abwarten. Es lohnt sich wirklich. Hier sehen wir dann jetzt, wenn wir auf unseren Desktop gucken, so eine leere Datei. Wenn wir die versuchen zu öffnen, sehen wir hier, diese Datei wird bereits verwendet. Die andere, schließen die andere Programme und so. Ja, das ist, wenn ich die zukünftige Intro-Datei. Wenn ihr das Intro hier fertig gerendert habt, dann könnt ihr die Datei öffnen und euer Intro ansehen. Jetzt ist halt noch nicht fertig die Datei, deswegen ist sie jetzt halt so auf dem Desktop. Aber genau hier wird dann die Datei gespeichert. Jetzt müsst ihr halt mal warten, bis das Intro gerendert ist. Hier seht ihr schon mal die Bilder. Ja, also das nach jedem, der rendert sozusagen alle Bilder in diesem Intro und dort sind richtig viele Bilder in diesem Intro. 30 FPS sind, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall sind dort richtig viele Bilder in dem Intro und der rendert das gerade alles. Ja, 220 Bilder, oder? Ich glaube, es sind sogar Bilder. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall rendert er jetzt das Ganze und ihr seht immer nach und nach die Bilder, die halt gerade gerendert werden. Ja. Und wenn ihr jetzt das Intro habt, aber noch keine Musik in dem Intro ist, geht ihr unter Template und also geht ihr in euren Intro-Ordner und dort findet ihr meistens noch irgendwo eine Musikdatei. Und das ist halt die Musik, die zum Intro gehört. Die zieht ihr dann auf euren Desktop. Wenn euer Intro dann fertig gerendert ist, geht in irgendein Schnittprogramm eurer Wahl. Ich zeige es jetzt mal mit Movie Maker, weil nicht jeder hat andere Schnittprogramme. Und ja, jetzt, dann wählt ihr halt euer Intro aus. Ich gehe jetzt mal auf das Intro, was ich The Blaze X erstellt habe. Ja, dann ziehe ich das hier rein, das Intro, was auf meinem Desktop ist. Und dann wird's halt hier angezeigt. Und ja, dann muss ich hier im Prinzip nur noch die Musik auch noch reinziehen. Und dann habe ich halt das Ganze mit Musik unterlegt. Also ja, die Musik wird halt nicht automatisch unterlegt, zumindest meistens nicht automatisch unterlegt. So könnt ihr die aber halt mit einem Schnittprogramm nachträglich hinzufügen. Ja, also das war's eigentlich für dieses Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, mit Blender euer Intro-Template zu bearbeiten und euer Intro zu machen. Ja, wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt, dass euch das Video weitergefallen hat. Vielleicht sogar euren Channel Name, dann können wir mal Channels austauschen. Also dann kann ich ja auch mal auf euren Channel vorbeischauen. Also das dazu. Ja, und ich würde mich auch über ein Abo freuen, falls euch das Tutorial geholfen hat. Und wer jetzt durch dieses Tutorial auf neu auf meinem Kanal gekommen ist,
Ich wollte sagen, dass auf meinem Kanal Gaming-Videos, Tutorials, Tipps und Tricks und ja, kommen. Also zum Beispiel zu Spielen wie Minecraft kommen Videos oder zu Spielen wie Rift oder zu Spielen wie, was gibt's alles noch, COD oder so. Also es gibt richtig viele verschiedene Spiele, die ich auf diesem Kanal mache. Und Tutorials kommen auf diesem Kanal. Also ich würde mich wirklich über ein Abo freuen, ein Like freuen und einen Kommentar freuen. Und dann würde ich schon mal sagen, bis zum nächsten Video. Hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ja, und geholfen vor all dem und ja, ciao.